Boah, voll geil, jetzt geht's weiter mit dem Ease-Interview. Boah, ich freue mich voll. Jetzt fragen die den sicher auch, mit wem der mal ein Lied machen will, ne? Boah, ich freue mich voll. Geil. Ja, wir sind zurück mit unserem revolutionären Internetformat, was ihr durch Cyberspace wollt. Wir haben versprochen, das ist alles so wie vorher, aber es hat angefangen zu regnen. Naja, wir geben trotzdem weiter Gas. Ease, du bist unser Gast, ja, ein Deutsch-Namibier, der auf Teufel komm raus berühmt werden will. Kann man das so sagen, Ease? Nein, das kann man nicht so sagen. Aber es hört sich sehr negativ an. Ich will halt gerne meine Musik in Europa verbreiten, eine Musikart, die sonst nicht so schnell nach Europa kommen würde. Da ich halt Deutsch-Namibianer bin, da ich halt Deutsch sprechen kann, nutze ich halt diese Chance, um eine afrikanische Musik nach Europa zu bringen. Du bist jetzt schon eine Weile in Deutschland. Ich will nicht sagen, dass Musiker, die bei Plattenfirmen unter Vertrag stehen, automatisch gute Musik machen. Aber warum bist du noch nicht bei einer dicken Plattenfirma unter Vertrag? Heutzutage braucht man das eigentlich nicht mehr. Man kann sehr viel alleine machen und ich wurde in den paar vorigen Jahren von Plattenfirmen sehr, wie sage ich das auf gut, ich wurde beschissen. Ist sehr schwierig, weil man hat nicht viel zu sagen, wenn man bei einer Plattenfirma ist, oder manche Verträge sind halt sehr Knebelverträge und deswegen fühle ich mich freier, wenn ich meine eigene Musik mache. Ich, wie gesagt, man kann via iTunes seine Musik innerhalb 8 Stunden weltweit veröffentlichen. Das braucht man keine Record Company mehr für. Ist natürlich immer schön, bessere Connections und so weiter, aber ja, noch geht's alleine. Man kann das natürlich nur schaffen, wenn die Leute da draußen einen dann auch unterstützen. Ja, das ist sehr wichtig. Du machst ja eigentlich nicht nur Musik, du verkaufst dich ja schon als Marke. Also du hast hier eine eigene Klamottenmarke, hast in Namibia, soweit wir wissen, ein Getränk auf den Markt gebracht. Ja, Energy Drink, In Namibia scheint also dieses Management sehr, sehr gut zu laufen und sehr gut zu klappen alleine. Was sind aber hier in Europa noch deine Ziele? Ja, meine Ziele sind auf jeden Fall, dass ich will es hinbekommen, dass wenn ich irgendwo hingehe und sage Kwaito Musik, dass Leute wissen, die afrikanische Musik. Das ist so mein Ziel, das will ich gerne verbreiten. Kwaito Musik ist sehr positive Musik und das wäre natürlich schön, wenn man die noch ein bisschen mehr, es wäre egoistisch, die nur für uns zu halten in Afrika. Da ist so viel Power drin, so viel Lebensfreude. Also jetzt nicht so dieser Wind, der hier gerade passiert und das ist ein bisschen kalt. Ja, ich hätte eigentlich den Vorschlag gemacht, wir machen das Interview in Namibia Richtig. Weil hier, das ist ja wirklich fast schon ein bisschen zum Abgewöhnen. Ist das auch was du vermisst hier in Deutschland? Musst du deshalb? Also ich versuche immer so, wenn der Sommer in Namibia ist, dass ich im Sommer da bin und dass der Sommer, dann bin ich hier. Also der Sommer, der sollte eigentlich schon Sommer. Hier sein. Eigentlich. Ja. Der Sommer ist gerade in Köln und in Deutschland angekommen. Das Schwierige, nochmal zurückzukommen auf deine vorige Frage in Deutschland mit der Kwaito-Musik ist, man geht zu vielen Veranstaltern und sagt denen, hey, hier ist Kwaito-Musik, guckt euch dann auf YouTube und so weiter. Alle sind sehr cool, sehr interessant, sehr frisch, aber trotzdem haben sehr viele Angst, um dann wirklich den Schritt zu machen und sagen, ja, wir buchen dich, bitte mach eine Show. Also diese Angst muss auch überwunden werden. Vor allem bei den Deutschen, die sagen, gucken halt immer, was machen die Amis, was machen die Engländer, was dürfen wir das jetzt auch machen, so die Richtung. Und da wünsche ich einfach den Deutschen ein bisschen mehr Mut. Power, ein bisschen mehr Mut, das direkt zu machen, Aber ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen untreu, wirst du dir ja schon, du machst jetzt eine House-CD, also gehst schon ein bisschen mehr in die mainstreamige Richtung mit den Disco-Boys, ist eventuell auch was geplant. Vielleicht. Also da beugst du dich ja schon ein bisschen der Industrie. Was man nicht alles macht, damit die Leute etwas Fokus auf Kwaito-Musik kriegen. Was ich mache mit dem House-Album, ich nehme House-Musik, die gerade angesagt ist. Also zum Beispiel die Top 10 sind jetzt 8 House-Songs drin. Vor 5 Jahren hätte das niemand geglaubt. Ich mische House-Musik mit Kwaito-Musik, weil Kwaito hat ja ein bestimmtes Element von House drin. Und somit versuche ich halt, die Leute abzulenken oder wegzuwenden von der House-Musik Richtung Kwaito. Das heißt, du willst dir so ein bisschen ködern. Richtig, jeden Fall. Wir haben eine Rubrik in unserer kleinen Internet-Dynastie. Die nennt sich die Eie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 
Die Spielregeln sind ganz einfach. In dem einen Ei ist eine Frage von unserem Mitbewohner drin, der fragt immer sehr brisante Dinge. Die andere Frage ist sehr langweilig, nämlich die kommt von der Schülerzeitung Fliegenpilz. Und du darfst dir ein Ei aussuchen, der Martin hat eins. Wir schwören, wir wissen nicht, was wo drin ist. Ihr schwört. Wir schwören. Dein Glück jetzt. Okay, ich nehme dies hier. Okay. Dann checken wir mal. Okay. Ob du hier mit einem blauen Auge davon kommst. Es ist. Das ist die Schülerfrage. Super. Ihr wolltet die andere Frage haben, ne? Ja, die. Komm, dann mach die andere Frage. Auch die Zuschauer wollen die auch. Mach die andere Frage dann. Ja, das wäre ja dann wieder der Spielerfenster. Okay. Wir machen mal hier die Schülerfrage. Okay. Is, warum verstellst du deine Stimme immer so? Sing doch mal normal. Also, ich sag mal so, ich finde meine eigene Stimme langweilig. Ja. Und in der Musikbranche ist, sag mal so, ist es besser, wenn du auffällst und Wiedererkennungswert hast. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich auch in Deutschland, wo eigentlich keine Sonne ist, trotzdem mit meinem Hut und mit meiner Sonnenbrille, weil das ist einfach der E-Style. In Afrika brauchst du einen Hut ohne Sonnenbrille. Ich finde diese Stimme, mit der ich singe, sehr interessant. Habe ich jetzt auch über die letzten 10 Jahre so aufgebaut auf dem Level, dass ich damit auch gut singen kann. Ja. Wie überrascht sind die Menschen heute noch, wenn sie deine Stimme hören und dich dann sehen, dass du weiß bist? Ja. Weil sie klingt ja das schon. Stimmt. Das stimmt. Das habe ich auch schon oft gekriegt. Dann bin ich auch zu Veranstaltern in Europa vor allen Dingen und CDs abgegeben. So, oh, das finden wir geil. Ja, können wir den mal treffen? Ja, das habe ich gesungen. Ja, ja, bestimmt hier so ein Teil oder so, aber der das da singt, da. Nee, das bin komplett ich. Au, oh, der ist nicht schwarz. Ja, also, ja, das gibt's halt viel. Stich. Sogar auf Radio auch. Dann sagen sie, und wir spielen jetzt einen neuen Song von Is. Dann rufen Leute an und sagen, das ist doch gar nicht der Is, der da gerade dieses Interview abgibt. Ne? So, und dann muss ich halt das restliche Interview einfach so reden, weil das ist einfach, wie ich auch singe. So, ja. Ja, Stichwort Wiedererkennungswert Stimme. Mhm. Da müsstest du ja theoretisch, wenn du einen Wunsch frei hättest, mit wem du unbedingt mal eine Platte hier in Europa machen würdest, Herbert Grünebeier oder so ja. nehmen. Das oder Jan gute, Delay oder ja, so. Ja, das wäre der gute... Was wäre ein Traum von dir, mit wem würdest du gerne mal eine Platte machen? In Deutschland ja. oder weltweit? Weltweit habe ich sofort eine Frage. Also ich würde gerne mal mit Gentleman in Deutschland ja. und ich würde liebend gerne mit Black Eyed Peas einen Song zusammen machen. Weil ich glaube, Black Eyed Peas und mein Style würde gut zusammenpassen. Und Gentleman ist einfach, auch seine Geschichte ähnelt meiner auch ein bisschen. Ja. Und ich finde ihn einen sehr guten Musiker. Um das zu schaffen, mit wem würdest du alles schlafen, um da hinzukommen? Niemand. Danke, Is. Okay, dann warte. Mit Fergie. Ja, das war doch ein gutes Schlusswort. Lassen wir einfach mal so stehen. Hier die CD Mega vom Gassi von Is. Kaufen, kaufen, kaufen. Hakuna Matata oder was sagt man in Afrika so zum Abschied? Danke, Juné, ne? Hört sich gut an. Bis bald. Boah, das war wieder ein richtig starkes Interview. Boah, super cool, ey. Ach, Mann, der liegt auch immer los, der Is. Ey, ihr seid doch nur angemalt, ne? Ja und? Wie? Wir sind halt Afrikaner, die den E supporten. Mega. Das ist trotzdem kein Grund. Mega-Fans. Arschloch.